Das ist schon easy, weil da muss man sich den Argumenten nicht irgendwie gegenüberstellen. Man kann die Argumentation sofort beenden, indem man einfach sagt, so, du bist jetzt gegen Corona oder gegen die Impfung oder halt eben gegen die Waffenlieferung. Gegen Waffenlieferung, du bist ein Nazi. Und damit ist jegliche Argumentation sofort beendet. Das ist ziemlich einfach, das ist bequem. Richtig cool, dass Sie alle klatschen, aber Sie sollten eher sich Verhör schaffen und beziehungsweise intervenieren, wenn Leute diskreditiert werden, weil sie eine eigene Meinung haben, die dann auch fundiert ist. Wir kennen alle jemanden, der vielleicht eine andere Meinung hatten wie das Narrativ, und sobald man eine andere Meinung hatte, wurde man gleich abgestempelt und diffamiert. Und das ist wirklich, daran leidet unsere Debattenkultur. Aus dem Grund ist es so wichtig, dass wir hier alle an einem Tisch sitzen, dass wir respektvoll miteinander reden, auch wenn wir nicht der gleichen Meinung sind, aber trotzdem nach noch uns in die Augen schauen und sagen, Dankeschön für den Diskurs, weil eine Demokratie, die lebt von Diskurs und muss auch andere Meinungen aushalten. Und das ist uns leider flöten gegangen in den letzten Jahren. Und da müssen wir wieder hin. Ansonsten ist unsere Demokratie tatsächlich in Gefahr.